Breaking News von der Cyberforum Kaschlatsch. Also, das ist der Weg. Schön gemacht. Trut Erwin. Erwin Trut, das ist dieser Weg. Ja, ja, da gehst du nur hoch, wenn deine Kids nicht mehr auf allen Vieren gehen. Und hier wird es steil. Kleine Kinder, wir haben die Leine, wie die kleinen Hündchen. Aber der Weg ist jetzt wunderschön gemacht. Sehr, sehr gut zu gehen, wie ein guter Wanderweg. Ups. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Die jungen Leute von Mumpe Mädel haben den hergerichtet. Sensationell. So, und jetzt kommen wir hier auf diese Ebene und hier. Wow. Hallo. Da geht es richtig runter. Also eben kleine Ungeübte in den Bergen, ungeübten Kinderlein, sehr eng führen, aber wir machen hier nichts mehr. Und das ist die alte Ruine, hier war dann der Turm. So, und jetzt deshalb bin ich hierher gegangen, weil Strabag hat mit Ursing hier alles ausgemessen und das sind die 6 Punkte. Wow, oh, ich bin glücklich. Das sind die 6 Punkte der Fundamente. Da kommen jetzt an die Lehrlinge von Strabag aus der ganzen Schweiz und buddeln hier diese Dinger aus und vermutlich gibt es noch das Kloster. Ja, man sieht es natürlich da durch. Das ist das. Genau, dort. So, und jetzt sieht man hier auch, wie schlank dieses Teil ist. Ist übrigens ein Quadrat, man sieht es, ich habe es nachgemessen, man sieht es fast nicht, es ist quadratisch. Also gut. Aber jetzt, ich hatte Sorge, dass wir hier zu eng sind, weil, was man jetzt sehr, sehr schön sieht, was mir sehr, sehr gut gefällt, Kaschlatsch wurde jetzt ein bisschen verdreht, weil wir haben es jetzt gesehen, da vorne, da war der Turm, der ging da raus, ziemlich weit raus. Es war eine ziemlich große Burg und die ging da raus, aber eben man hat hier unten Steine, Specksteine abgebaut und dann, jetzt hört man es gerade wieder, da kam dann die Lukmanierstraße und man hat das immer wieder so weggenommen und dieser Berg, also hier kommt ja der Mädelsrhein runter und hier kommt der Vorderrhein runter, die kommen gleich hier unten zusammen, dort unten ist ja auch der PCS-Spielplatz. Ah, da sieht man ihn dazwischen. Ah, man sieht ihn, ich sehe ihn. Da, okay, du nicht, aber okay, ich sehe es. Gut. So, und das wollte ich ja sagen, genau. Also das kam so, dann ging der Turm so durch und hier vermutlich dann doch wieder mit einem irgendwie komischen Winkel. Aber unsere Kaschlatsch, unsere Cyberform, wie ich gerne sagen würde, das hat sich noch nicht, wir sind noch am Diskutieren, oder auch nicht, haben wir jetzt ein bisschen verdreht. Und das gefällt mir natürlich extrem gut. Also die Referenz ist da, wir sind an dem Platz, wo Kaschlatsch gestanden ist, aber sie dreht sich ein bisschen. Sie dreht sich ein bisschen aus dem Ding. So, also gut. Jetzt könnten wir sagen, sie hat sich geostet. Nein, ich glaube, Osten wäre noch stärker so. Jetzt stehen wir so. Und da über Eck, eigentlich ziemlich über das Eck, kommt jetzt das Kloster. Also gut, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ganz großartig. Das ist dann steil, aber eben wenn da die frechen Mädchen und Jungs da rumgehen, ja, okay. Und dann geht das hier hoch und das Fantastische finde ich auch hier wieder, weil gesagt wird, es sei ein Turm, dann sage ich immer, ja, wenn es doch ein Turm wäre, dann wäre doch hoffentlich höher als die Bäume und man könnte oben auf den Turm stehen und es hätte Fenster, wo man rausschauen kann und die Feinde und die, weiß der Geier, wer beobachten und die
nächsten Lastenzüge mit Mauleseln würde man abfangen können, etc. etc. Also gut, das hat Kaschlatsch nicht. Das gefällt mir super, super gut. Also gut, das geht hier hoch. Diese kleine Nichtbirke wird dann wohl noch das Zeitige segnen müssen, würde ich mal sagen. Also wenn wir da jetzt die Linie haben, so, ja, da muss Urfi noch einmal mit der Säge kommen. Aber ich denke, die Tanne kann bleiben, alles andere kann bleiben. Ich glaube, das haben wir ganz gut vorbereitet, diesen Platz hier. Und jetzt eben, was mir wichtig war, dass wir jetzt hier in der Brille, in der Datenbrille, die wir hatten, war der Turm ganz anders. Der stand irgendwie hier draußen. Und ich hatte eine halbe schlaflose Nacht, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn dann die Kinderlein hier rumrennen, dann sind sie schon sehr, sehr nahe an diesem Abgrund hier. So, und ich will natürlich nicht, und wir alle wollen nicht, dass wir dann hier Netze machen müssen und Zeugs und Geschichten. Das muss, diese Cyberform muss hier stehen, wie es eben ein Kunstwerk, eine Installation, eine Hanana im alten traditionellen Sinne gemacht hätte. Sie steht halt da. Und auf die meisten Eisenplastiken könnte ein freches Kind steigen. Ja, das ist natürlich so. Aber deshalb sperren wir da nicht halt. So, also das ist so ein bisschen meine Sorge gewesen. Aber jetzt sieht man hier also sehr, sehr schön. Wir haben absolut genügend Platz. Man kann hier stehen, man kann die Form anschauen, man kann sie fotografieren aus unterschiedlichen Distanzen. Das wird absolut fantastisch werden. Aber was mir schon jetzt eben auffällt, auch nochmal, weil es ist so schlank, gell? Und diese Holzdinge sind ja bei uns nur 6 auf 6 cm. Also das ist alles sehr schlank. Es wird eine sehr transparente, völlig verrückte Figur werden, welche diese, ich sag's noch einmal, Cyberform eben deshalb, weil es nicht einfach von einem Menschen gemacht worden ist, sondern weil es von Algorithmen gemacht worden ist. So, also gut. Und ja, eben also, der Eingang wird dann hier sein. Vielleicht diese kleine Tanne muss dann auch noch dran glauben, so wie wir es durch die Brille gesehen haben, wird hier vielleicht ein großer Stein noch liegen, welcher hilft, reinzukommen. Und dann gehen wir einmal so, einmal so, einmal so und dann eine lange Treppe hoch und dann gibt es hier drin einen innenliegenden Raum, absolut fantastisch. So, ich freue mich. Das hat ganz, ganz hervorragend geklappt. Ich bin beruhigt. Sehr, sehr schön. Also ich glaube, nächste Woche kommen schon die Helikopter, die dann für die Strabag-Lehrlinge das Material hochfliegt und Beton bringt. Da will ich dann auch wieder mit dabei sein, wenn das irgendwie geht. Yes. Okay. Ich freue mich schon riesig. Ich habe ja viele Bilder schon gemacht mit den Augmented Reality Tools, die wir haben. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen weiter. Man kann hier ziemlich weit nach vorne gehen. Aber eben. Siehst du es? Ja, mein Argument wird sein, dass es eben kein Bauwerk mehr ist. Ich habe eine lange Liste gemacht, natürlich mit ChatGPT, um diesen Unterschied herauszuarbeiten. Also man kann noch weitergehen, dort nochmal runter, dann noch einmal hoch und dann, also, hey. Also, aber eben, das ist etwas für Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, die sich gewöhnt sind, in solchem Gelände sich zu bewegen. Wir müssen das irgendwie noch deutlich machen,
damit wir dann nicht Auflagen bekommen. Hier alles Spielplatzgerät.